herzlich willkommen bei der Austria Daimler Sonderausstellung hier in Matze im Fahrtraum. Vor circa einem halben Jahr hat mich der Jakob Igelhauser, das ist der Direktor vom Haus, angerufen und hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, hier eine Ausstellung zu kreieren. Und zwar versuchten wir hier ein ganz neues Thema zu beleuchten und sind da auf die Nutzfahrzeuge gekommen, Schienenfahrzeuge und auf die Aviatik, ein wichtiges Kapitel bei Austria Daimler. Hier im Raum haben sich Unikate zusammengefunden. Zumeist sind es Einzelstücke weltweit, die unsere Mitglieder zur Verfügung gestellt haben, um ganz was Besonderes zu schaffen. Hinter mir zum Beispiel steht ein ADAG-Geländewagen. Es ist der einzige auf der Welt. Rechts hinter mir ein Postomnibus. Es ist der einzige. Und eine Reihe von Flugmotoren fängt an mit einem 6-Zylinder mit 4-Ventiltechnik, einem 12-Zylinder mit 345 PS, gewaltigen 30 Liter Hubraum und einem Motor von einer Zugmaschine aus dem Jahre 1914, der noch lauffähig wäre. Nur herinnen können wir nicht anstarten. Die Ausstellung wird über ein Jahr lang laufen und es werden die Leute sicherlich Gelegenheit finden, diese Ausstellung zu besuchen.